Er ist der Star am französischen Comic-Himmel. Zum 50. Geburtstag von Asterix gratuliert selbst die französische Flugstaffel. Auch nach einem halben Jahrhundert ist der kleine Gallier stark wie eh und je. Pünktlich zum Jubiläum erscheint jetzt ein neuer Band, das 34. Werk von Asterix-Zeichner Albert Uderzo. Titel: Asterix und Obelix feiern Geburtstag. Es sind viele kleine Abenteuer, die durch ein Ereignis vorgegeben werden. Der Geburtstag der Figuren, die nicht wissen, dass es ihr Geburtstag ist. 1959 kreierte Uderzo Asterix zusammen mit dem Texter René Goscinny. Goscinny verstarb in den 70er Jahren. Wenn es nach Uderzo geht, soll es auch nach seinem Tod noch neue Asterix-Geschichten geben. Am Anfang wollte ich, dass die Serie nach dem Tod der beiden Autoren endet. Aber dann fand ich, dass das unfair den Lesern gegenüber wäre. Schließlich sind es die Leser, denen die Figuren wirklich gehören. Sie machen sie lebendig. Ohne sie wären wir heute nicht hier. Die Brüder Frédéric und Thierry Mébarki sollen nach Uderzos Tod die Abenteuer um den kleinen Gallier fortsetzen. Doch erstmal feiert jetzt Asterix sein Jubiläum.